Grüß Gott allerseits. Wir beginnen gemeinsam die vierte Woche der Fastenzeit. In den letzten Wochen, besonders letzte Woche mit der Begegnung mit der Samariterin, hat unser Weg auf dem Berg Karmel, so auf das Ziel hin, eine entscheidende Wende genommen. Ja, besonders in der Begegnung mit der Samariterin ist uns klar geworden, dass dieser Weg zur Heiligkeit, der Weg zu Gott, an sich ein Weg nach innen ist. Ein Weg in die Innerlichkeit. Und heute lesen wir im Evangelium die Geschichte der Heilung eines Blinden. Und warum passt es so gut zusammen? Weil der Weg nach innen ein Stück weit ein Blindwerden ist, erst einmal, um dann ein neues Sehen können zu lernen oder geschenkt zu bekommen. Es geht darum, sagt der heilige Johannes von Kreuz, dass wir die äußeren Sinne, sagen wir mal die äußeren, eher oberflächlichen Wahrnehmungen zu verdunkeln, von denen unabhängig zu werden. Er spricht von Nächten. Er sagt im Aufstieg auf den Berg Karmel, Nacht nennen wir den Entzug des Wohlgefallens beim Streben nach allen Dingen. Denn wie die Nacht nichts anderes ist als Entzug des Lichtes und folglich auch aller Gegenstände, die man mit Hilfe des Lichtes sehen kann, weshalb die Sehkraft im Dunkeln und ohne alles verbleibt, so können wir auch das Sterben der Strebekraft eine Nacht für den Menschen nennen. Denn wenn sich der Mensch das Wohlgefallen am Streben nach allen Dingen entzieht, dann ist das wie im Dunkeln und ohne alles zu verbleiben. Johannes empfiehlt also dieses Streben, dieses Besitzen wollen nach allen Dingen, je nachdem, was uns mehr liegt, ja, umwandeln zu lassen. Aber erst einmal aktiv auch sich zurückzunehmen. Und die Fastenzeit ist natürlich eine besonders günstige Zeit, um kleine und große Nächte der Sinne zu erleben, auch bewusst in solche Nächten einzutreten. Wenn wir zum Beispiel ganz konkret versuchen, die Zeit, die wir vor dem Computer verbringen oder aus unserem Handy verbringen, einfach zu reduzieren bewusst. Ich weiß nicht, ob Sie so abhängig sind von diesen Geräten wie ich persönlich, aber gut, wenn ich mir sage, nein, in der Fastenzeit höchstens eine Stunde pro Tag oder Hausnummer, wie auch immer bei Ihnen das angebracht wäre, erst einmal spüre ich, wenn ich das einhalte, dass mir etwas fehlt. Es fehlt mir auch an Orientierung. Was mache ich in der Zeit? Ich war es gewohnt, das und das zu suchen, das und das zu machen. Und das ist die Emotionalität, also dieses Empfindungsvermögen, das sich regt und mir sagt, boah, ich will erst einmal nicht da in dieser Nacht bleiben. Aber gerade darum geht es, dass wir lernen, diese Emotionalität, dieses Hängen an gewissen Dingen, ja, zu befreien von den Ketten der Abhängigkeit. Und in diesem Sinne ist die Nacht zu verstehen, auch die Nacht der Sinne, die wir zum Teil freiwillig begehen können. Das Licht des Bildschirms fehlt uns und wir fühlen uns in der Nacht. Aber hoffentlich gibt es noch ein anderes Licht. Wir haben die Verklärung letzte Woche gefeiert, das erleuchten kann und mich erleuchten will. Es geht also darum, durch das Ausschalten der äußeren Lichter, ja, diesem inneren Licht eine Chance zu geben, dass dieses zum Leuchten kommt. Oft sind die äußeren Sinneswahrnehmungen, äußeren kleinen Süchte, die wir haben, gute und schlechte Gewohnheiten, die uns wenig beschränken, ein Hindernis dafür, dass wir so ins wahre Licht kommen, dass wir dieses Licht aufscheinen lassen von innen her. Dieser Weg in die Nacht kann allerdings auch große Mühe kosten. Das, was ich erwähnt habe mit dem Computer, mit dem Handy, ist ein Beispiel. Das Essen ist ein anderes Beispiel.
Jeder soll, glaube ich, schauen, wo der Schuh drückt bei einem. Besonders aber, wenn wir die Nächte nicht selber herbeirufen, sondern uns vom Leben auferlegt werden, dann ist Vertrauen verlangt. Denn das haben wir nicht selber gemacht und es könnte sein, dass es uns auch destabilisiert, wirklich einige Gewohnheiten so in Frage stellt, dass es uns schwer fällt, durch diese Nacht zu gehen. Beim Computer kann ich mir immerhin sagen, aha, siehst du, Pater Roberto, du bist doch da und da abhängig. Also es ist gut, dass du das machst und dass du lernst, auch ohne das und das zu leben und dich mehr auf Gott auszurichten. Manchmal ist es aber nicht so einfach, aber gerade dort sollen wir unser Vertrauen erneuern, das Vertrauen in dieses Licht, was im Innern scheint. Dass also so eine Nacht nicht negativ ist oder nicht zwingend negativ ist, äußerlich mühsam, äußerlich etwas Neues, aber innerlich kann es auch eine große Chance sein, um von der Äußerlichkeit eben frei zu werden, um etwas Neues zu entdecken. Heute haben wir im Evangelium die Heilung eines Blinden beobachtet. Nun, der Blinde sieht nicht und hat dadurch sogar, könnten wir sagen, ein Hindernis weniger, ein Vorurteil weniger, was Jesus angeht, das äußere Erscheinungsbild. Und kann sich vielleicht auch deswegen sehr gut auf Jesus einlassen. Und Jesus zeigt ihm und schenkt ihm dann die volle Sehkraft, eine neue Möglichkeit. Versuchen wir in der Fastenzeit für uns auch kleine Nächte uns aufzuerlegen als Übung für die größeren Nächte, die vielleicht das Leben uns auferlegen wird. Und erneuern wir diesen Glauben, dass auch in der Nacht die Führung Gottes da ist, dieses Licht scheint.